Schon beim ersten Shot in Vivarium sehen wir, wie die Natur sich in Form eines Kuckucks selbst betrügt. Ein Parasit wühlt sich im Nest seines Wirtes und nährt sich von seiner falschen Mutter. Es gäbe keinen treffenderen Einstieg zu dem filmischen Ritt durch den Alltagstrott wie diesen. Vivarium ist nicht nur ein wahr gewordener Albtraum für ein Paar. Vielmehr ist es die dunkle Kehrseite einer gesamten Generation, sozusagen ein metaphorischer Spiegel, den uns Regisseur Lorcan Winnegan vorhält. Denn was man hier beim ersten Mal schauen einfach übersehen kann, ist, dass nicht nur ein außerirdischer Parasit, sondern der Horror der Vorstadt selbst das Monster in Vivarium ist. Spoiler sind in die Review mit inbegriffen. Möglicherweise hätte ich das vorher sagen sollen. Begonnen hat alles bereits 2011, als Lorcan und Garrett Shanley, der auch das Drehbuch für Vivarium schrieb, sich an den Kurzfilm Voxes wagten. Inspiration fanden sie von den damaligen Ghost Estates oder auch Geistergrundstücken, einem Resultat des Wirtschaftswachstums in Irland, der einen unglaublichen Häuserzuwachs zur Folge hatte. Diese Häuser wuchsen zu Städten heran, die zu Teilen unvollständig und komplett verlassen waren. Auch wenn ich Foxes nicht selbst gesehen habe, so sehe ich nach den Trailern und einiger Recherche dennoch einige Parallelen zu Vivarium. Standen in Foxes noch weniger Dialog und eher der Konflikt zwischen Mensch und Tier im Vordergrund, so ist es in Vivarium der zermürbende Alltag selbst, der unser größter Feind ist. Wir folgen Gemma und Tom, zusammen ein humorvolles Mittelstandspärchen, auf der Suche nach einem Eigenheim. Schon in einem der ersten Dialoge bemerkt Jenna, dass das Leben manchmal grausam, aber meistens wunderschön ist. Eine Hypothese, die im restlichen Film widerlegt wird. Denn von hier an beginnt eine Abwärtsspirale für das junge Paar. In den ersten Minuten finden wir uns in einem unnatürlich symmetrischen Maklerbüro wieder, wo wir von Makler Martin willkommen geheißen werden. Der Sonderling weckt nicht nur in Gemma und Tom, sondern auch in den Zuschauern ein Gefühl von Misstrauen und Unbehagen. Dennoch lässt sich das Pärchen zu einer Hausbesichtigung überzeugen und macht sich mit Martin auf den Weg in das Vorstadtsviertel Yonder. Eine treffend beschriftete Werbetafel grüßt die beiden mit den Worten "You're home now". Vorbei an Reihenhäusern, die einander gleichen wie ein Ei den anderen, gelangen die Protagonisten in das Haus Nummer 9. Als Martin die beiden im Garten alleine lässt, ist er kurz darauf nicht mehr auffindbar. Das Paar versucht, das Viertel zu verlassen und merkt schnell, dass es hier keinen Ausweg gibt. Als würden sie im Kreis fahren, landen sie immer wieder bei Haus Nummer 9. Es gibt keinerlei Fluchtmöglichkeiten. Sogar vom Dach aus gibt es keinen Ausweg aus dieser geordneten Hölle. Ab diesem Punkt haben wir den zweiten Akt erreicht. Für gewöhnlich nicht allzu erwähnenswert spielt er in Vivarium eine große Rolle. So stehen die verschiedenen Akte gleichzeitig auch für die verschiedenen Phasen einer jungen Familie. Haben wir im ersten Akt quasi den Aufbau eines neuen Lebens, stehen wir im zweiten Akt wortwörtlich vor einem brandneuen Haus samt Baby, das in einem Paket geliefert wurde. Wie durch den Anstrich des Kinderzimmers, blau, bereits impliziert wurde, handelt es sich um einen Jungen. Die nächste Szene spielt sich nach 98 Tagen ab. Der Junge, schon nach kurzer Zeit im Kindesalter, nimmt die komplette Aufmerksamkeit seiner Zieheltern ein. Tom findet psychische Entlastung darin, im Vorgarten immer weiter und weiter hinabzugraben, in der Hoffnung, dass ihm am Ende des Loches ein Ausweg erwartet, aus der, wie er es bereits sagt, Hölle. Die Zärtlichkeiten in der sonst so harmonischen Beziehung bleiben immer mehr aus. Das Kind beschäftigt sich nächtelang, wie in Trance, mit schwarz-weißen Formen und außerirdischen Geräuschen aus dem Fernseher. Im Auto des Paares werden wir darauf aufmerksam gemacht, dass es in der Siedlung nicht nur keinen Geschmack, sondern auch keine Gerüche gibt. Oder wie wir auch später noch erfahren, kein Wind bläst. Jegliches Leben ist aus dem Geistergrundstück gehaucht. Als das Radio anspringt, verfallen die beiden in Nostalgie. Das letzte bisschen Sorglosigkeit in einem Leben voller Verpflichtungen und Routine. Ein Tanz im Licht der Scheinwerfer wird jedoch von den Jungen, der dieses Vergnügen imitiert, prompt unterbrochen. Wird für Tom das Ziel zu entkommen immer wichtiger, kommen hingegen bei Gemma nach und nach immer mehr Muttergefühle hoch. Bezeichnet der Vater den Jungen bereits als S, so nimmt die Mutter immer mehr die Rolle der Bezugsperson an. Es herrschen sozusagen zwei Lager im Haus Nummer 9. Bis zu dem Tag, als der Junge mit einem äußerst rätselhaften Buch samt unwirklicher Illustrationen erscheint, ist die Welt des Kindes absolut unbegreifbar für die Mutter. Durch eine List bekommt Gemma auch einen kurzen Glimpse darauf, was oder wem der Junge ständig im Fernsehen sieht.
Die Reaktion zeigt pure Fassungslosigkeit über eine Situation, die ein Mensch unmöglich im Griff haben kann. Einen weiteren Zeitsprung später befinden wir uns im letzten Akt des Filmes. Das Kind ist bereits erwachsen und gefürchtet. Alle Versuche, die Wege des Jungen zu verfolgen, scheitern kläglich. Er wird im Erwachsenenalter unerreichbar für die Mutter. Tom befindet sich im Grunde seiner Arbeit, findet dort aber letztendlich keinen Erfolg. Lediglich der Tod in Form einer Leiche wartet hier. Ab diesem Moment nimmt der Film eine noch dunklere Form an als bisher. Tom und Gemma werden letztendlich von ihrem Haus ausgesperrt. Der Junge ist nun erwachsen genug, um keine Obhut mehr zu benötigen. Seine Eltern haben von hier an keinerlei Nutzen mehr für den Ziehsohn. So kommt es, wie es kommen musste. Die zermürbende Arbeit trägt ihre Früchte und Tom erliegt seinen tiefen Blessuren. In den letzten Augenblicken seines Lebens schwelgt er mit Gemma in Erinnerungen an ihre gemeinsame Vergangenheit. Ein Moment, der durch eine gute Performance von Jesse Eisenberg und ein glaubhaftes Skript weder kitschig noch aufgesetzt wirkt. Nach seinem Tod befindet sich Tom am Grunde seiner Arbeit, ohne wirklich etwas erreicht zu haben. Gemma hingegen ist bereit, für ihre Freiheit zu kämpfen, stößt hierbei aber lediglich auf eine Übermacht, an eine Welt, die weit über ihr Vorstellungsvermögen rausgewachsen ist. Auf die Frage hin, was sie in diesem Horrorszenario für eine Rolle spielt, antwortet der Junge mit: Du bist eine Mutter, jemand, der uns auf die Welt vorbereitet. Als Gemma wissen will, was der nächste Schritt für sie ist, bekommt sie nur ein knappes: Sie stirbt als Antwort. Dies soll der einzige Lohn für ihre Mühen sein. Die Meinungen der Kritiker zu Vivarium sind gespalten. Und damit meine ich, dass sich meine Meinung von der Kritiker spaltet. Googelt man nach Rezensionen zum Film, so fällt einem zunächst einmal der besonders schlechte Google User Score von 2.2 in die Augen. Immerhin haben 55% der Nutzer den Film einen Daumen nach oben gegeben. Dennoch, dieser Tenor von Mittelmäßigkeit zieht sich durch IMDb, Metacritic, Filmstars, Moviepilot und Rotten Tomatoes. Wie kommt es also, dass ich Vivarium ohne zu zögern eine glatte 8 von 10 verpassen würde? Zunächst einmal ist der Film mit seiner Laufzeit von knapp 1,5 Stunden kurz und knackig gehalten. Wer nach Langatmigkeit Ausschau hält, der sucht hier vergebens. Jede Minute Laufzeit und jeder Dialog sind wichtig für die Handlung. Auch seine besondere Ästhetik lässt Vivarium unter anderen Sci-Fi-Mystery-Filmen herausstechen. Die sich 1:1 gleich den Hausrennen von Yonda erzielen beim Publikum genau den Effekt, den man haben möchte. Unbehagen wegen übertriebener Perfektion. Auch die saubere schauspielerische Leistung von Jesse Eisenberg, Tom, Imogen Poots, Gemma und ganz besonders Shannon Jennings, dem Kind, ist hervorzuheben. Man möge mich erhängen, wenn ich einen Namen falsch ausgesprochen habe. Obwohl die Charaktere selbst dreidimensional gewirkt haben, würde ich allerdings nicht sagen, dass sie sich wie echte Menschen verhalten haben. Das kann man allerdings vielleicht auch nicht erwarten, wenn das Setting selbst schon so surreal ist. Gerade mit der unterschwelligen Botschaft des Filmes, die die Zuschauer vor der Illusion eines gutbürgerlichen Lebens warnt, kann sich vielleicht eher eine jüngere, alternative Zielgruppe identifizieren. Dass die Kritikerstimmen so contraire mit meinen eigenen gehen, kann man allerdings auch als wichtige Lebensweisheit betrachten. So sollte man zwar die Meinung von anderen respektieren und anhören, sich im Endeffekt aber selbst ein eigenes Urteil bilden. Und damit bleibt mein Final-Rating für Vivarium, trotz der durchwegs mittelmäßigen bis schlechten User-Ratings, bei 8 von 10. Und bitte, bitte, Mademoiselle, könnten Sie mir unter Umständen noch ein kleines Abonnement bei mir lassen? Ich hatte heute noch nichts zum Essen und der kleine Seppe hätte so Hunger.